Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von Kurse of You Tech. Ja, ihr seht schon hier, es ist ein bisschen anders, ist ein bisschen ungewohnt vielleicht für euch. Ihr kennt das Ganze hauptsächlich ja eigentlich vom Screencast her. Aber dieses Setup hier hat auch einen Grund, nämlich der Beitrag, den ihr jetzt seht, der lief nämlich so bei Massengeschmack TV im Programm. Deswegen ist das Ganze hier auch mit einem Greenscreen realisiert worden. Und ja, wir haben natürlich vor, das irgendwann auch für unseren Channel hauptsächlich zu machen. Allerdings ist das Setup im Moment noch ein bisschen aufwendig, da wir noch keine eigenen Räumlichkeiten haben. Ist alles immer noch ein bisschen schwierig, aber es wird kommen. Und deswegen, wie gesagt, heute mal der andere Beitrag, nicht wundern, der ist vor 2 Wochen bei denen gelaufen. Das heißt, das war vor dem Windows 10 Upgrade. Mittlerweile ist die Frist natürlich rum, aber manche Sachen sind dann vielleicht doch noch ganz wichtig. Manche Fragen gerade zum Thema Datenschutz oder wer sollte upgraden, vielleicht jetzt auch kostenpflichtig, beziehungsweise jetzt natürlich kostenpflichtig. Deswegen ist dieser Beitrag immer noch interessant. Zum Schluss noch für alle Leute, die auf die Gamescom gehen, noch ganz wichtiger Hinweis. Am Ende kommt noch was zum Thema Gamescom. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, denn wir sind natürlich auch auf der Gamescom und ihr könnt natürlich uns da auch treffen und mit uns sprechen. Das ist alles gar kein Problem. Jetzt erstmal Film ab und viel Spaß beim eigentlichen Beitrag, den ich hier zeigen wollte. Live und in Farbe. Hier ist Netzprediger. Präsentiert von Adam Wolke. Windows 10. Ach, geht's mal wieder darum. Ich habe das extra rausgelassen diesmal. Extra rausgelassen, Windows extra rein. Denn nächste Woche ist Schluss mit Windows 10. Deswegen ist Gefahr im Verzug. Monatelange nervige Meldungen, dass Windows 10 kostenlos bereitsteht, gehören dann zur Vergangenheit. Aber für diejenigen, die bisher, genau wie ich, noch kein Windows 10 haben und sich irgendwie überlegen, soll ich das noch schnell runterladen, ehe es Geld kostet? Genau für all die gibt es von unserem Sicherheitsexperten und Windows 10-Experten Steffen Kolb ausführliche Informationen. Upgraden sollten auf jeden Fall diejenigen, die sehr leistungsfähige Hardware besitzen und die auch meistens selbst aufrüsten wollen, die sollten auf jeden Fall upgraden, denn aktuelles Betriebssystem bedeutet auch, ich kann meine Hardware sehr gut ausreizen, wenn ich eine ziemlich alte Betriebssystemversion verwende, also vielleicht sogar Windows 7 noch, dann habe ich das Problem, dass eben die neuesten Treiber oder die neuesten Schnittstellen, die gerade im Bereich Grafikkarten oder auch CPUs von den Herstellern unterstützt werden, nicht mehr für die Windows 7 oder Windows 8.1 Treiber unterstützt werden. Das heißt also, wie gesagt, alle Gamer und auch Leute, die vielleicht Grafikbearbeitung machen, Videoschnitt, die sollten sich auf jeden Fall überlegen, auf Windows 10 abzugraden, jetzt wo es noch kostenlos geht, um einfach die bestmöglichste Performance auf ihren Rechner herauszukitzeln. All diejenigen, die ein Tablet besitzen mit Windows 8.1 und das Tablet genügend Leistung hat, also sprich vielleicht 1 GB RAM und noch 30 GB freien Speicherplatz, die sollten auch upgraden, denn die neuen Features auf dem Tablet oder die neuen Tablet-Unterstützungen von Microsoft bezüglich Windows 10 sind wirklich das wert, das Upgrade durchzuziehen, um einfach eine bessere User Experience auf dem Tablet zu erzielen. Empfehle ich auf jeden Fall auch hier ein Upgrade durchzuführen. Warum macht Microsoft das eigentlich kostenlos und wollen die denn nichts mehr verdienen? Naja, der Punkt bei Microsoft ist einfach, Microsoft verdient mit dem Windows-Betriebssystem gerade bei Heimanwendern relativ wenig Geld. Das meiste Geld wird einfach erzielt dadurch, dass man eben Business-Lizenzen verkauft, Services anbietet wie Microsoft Azure, Office 365, wie die ganzen Services auch heißen. Damit verdient man sein Hauptgeld und mit dem Windows-Betriebssystem an sich, also Windows 8 oder Windows 10, verdient man relativ wenig. Vielleicht im Unternehmensumfeld noch ein bisschen, aber gerade im Privatkundenumfeld und ja, die kleinen Kunden, da verdient man nicht viel. Microsoft möchte aber auch eine neue Unternehmensstrategie fahren. Die möchten es ähnlich machen wie Google. Sie stellen ihr Betriebssystem möglichst günstig oder kostenlos zur Verfügung, siehe Android bei Google. Und die ganzen Leute, die das dann nutzen, weil sie sagen, Mensch, ich krieg das kostenlos, die nutzen dann ja auch andere Dienste. Und dadurch verdient Microsoft wieder Geld.
Office 365 zum Beispiel, Skype for Business, was es da alles gibt oder irgendwelche Einkäufe jetzt im Privatkundenbereich, vielleicht eher interessant in den neuen App Stores, zum Beispiel für Musik oder für Videos, für Streaming. Das sind natürlich alles Dienste, wo Microsoft dann auch Geld verdient damit und dann haben sie es nicht mehr nötig, sag ich mal, mit Windows ja, Geld zu verdienen. Es ist natürlich auch so, um damit Geld zu verdienen mit diesen Services, muss ich erstmal alle Anwender auf eine möglichst hohe Plattform heben. Und das ist eben nur mal Windows 10. Und deswegen macht Microsoft das, damit eben alle Anwender möglichst Windows 10 einsetzen, damit man dann hergehen kann und kann sagen, okay, ich kann jetzt da auch meine Sachen verkaufen und ich habe einen Marktplatz, wo möglichst viele Leute auch drin sind. Und das erreiche ich eben nur, wenn ich das Betriebssystem günstig bzw. kostenlos zur Verfügung stelle. Windows 10 funktioniert natürlich auch ohne Cloud-Anbindung. Man muss bei der Installation allerdings nicht die Express-Variante verwenden, sondern die benutzerdefinierten Einstellungen. Darüber kann man sich ein lokales Benutzerkonto anlegen, wie man das schon von Windows 7 kennt, von Windows 8. Und das Konto, das kann man dann verwenden und dann sind viele Cloud-Dienste von vornherein nicht nutzbar, weil eben Microsoft das nicht mit einem Microsoft-Konto verbinden kann. Und man kann dann auch Windows 10 ohne Cloud nutzen. Wer noch ein bisschen paranoider ist, sag ich mal, der kann dann auch noch in der Systemsteuerung, in der neuen Systemsteuerung, viele Datenschutzfeatures deaktivieren. Also sprich irgendwelche Telemetriedaten, Nutzungsdaten, die an Microsoft übermittelt werden, die kann man alle deaktivieren. Und man kann natürlich auch bei den Diensten, die vorinstalliert sind, ordentlich aufräumen, kann den Start verhindern und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, da kann man dann ziemlich aufräumen und dann ist Windows 10 eigentlich nichts anderes wie ein Windows 7 oder wie ein Windows 8.1 von der Privatsphäre her. Man muss allerdings sagen, dass Microsoft es jetzt bei Windows 10 einen viel leichter macht, diese Dienste zu deaktivieren durch die neue Systemsteuerung, die jetzt auch wirklich einen Punkt hat, der auch Datenschutz heißt und man muss da keine großartigen Registry-Hacks oder sonst was machen. Das geht alles bequem über die Systemsteuerung, maximal vielleicht noch in den Diensten was einstellen oder irgendwelche Windows-Features den Haken rausnehmen und die deinstallieren. Und dann hat man ein ja, nicht so gesprächiges Windows 10, was viele von euch bestimmt auch haben wollen. Da kann ich sagen, also die meisten Applikationen der letzten 5 Jahre, wenn man jetzt nicht gerade irgendwelche Dinosaurier-Applikationen drauf hat, die wirklich sehr, sehr alt sind oder was ganz Exotisches, die werden alle funktionieren, die Standardanwendungen. Also jemand, der wirklich ein ganz normaler Standardanwender ist, ein Office drauf hat, sei es jetzt ein Microsoft Office oder ein LibreOffice oder ein Open Office, sei es jetzt vielleicht noch einen Acrobat Reader, was man so hat, ein Firefox Chrome, das wird funktionieren. Außerdem haben diese Programme auch mittlerweile Update-Versionen, kostenlose, die eben voll für Windows 10 ausgelegt sind und auch in Windows 10 funktionieren. Schwierig wird es dann eher bei exotischer Software, also Software, die einen sehr geringen Verbreitungsgrad hat. Ich denke da mal eher an irgendwelche ja, Musikinstrumente, wo eben eine Software dabei ist zum Beispiel. Oder auch im Videobereich hat man es oft, dass Kamerahersteller irgendwelche Tools mitliefern. Da muss man einfach gucken, wenn man sowas nutzt, ob es noch funktioniert. Oder vielleicht kann man sich da auch eine Alternative suchen. Oftmals sind die Tools jetzt nicht so aufwendig oder bieten so viele Möglichkeiten. Aber man kann davon ausgehen, alles, was so die letzten 5 Jahre rausgekommen ist, das wird funktionieren. Ich habe auch schon Software geupgradet, die wesentlich älter ist. Das hat auch funktioniert, aber das ist dann eben eine reine Glückssache. Man weiß nicht, worauf die Software zugreift, auf welche DLLs und NetFramework-Sachen. Und das ist eben dann vielleicht ein großes Problem. Aber ansonsten kann man sagen, grundsätzlich sollte es eigentlich funktionieren. Bei der Peripherie, bei der Hardware sieht es dann so aus, dass man vielleicht auch sagt, 5 Jahre, Microsoft versucht sich dann natürlich breit aufzustellen, was die Unterstützung von Treibern angeht. Das sieht in der Praxis bei manchen Geräten ein bisschen näher anders aus. Das muss man auch ausprobieren, wenn man sieht, okay, das wird unterstützt. Man kann auch von Herstellern ältere Treiberversionen installieren. Das funktioniert im Regelfall auch. Das muss man alles ausprobieren, aber man muss da natürlich vorsichtig rangehen. Wer jetzt nicht viel Hardware dran hat, also ich rede jetzt eher von Scannern, von Messgeräten, solche Sachen, die sind immer sehr schwer bei so einer Migration von einem Betriebssystem. Bei einer USB-Festplatte, das ist ein Standard, ein Wechseldatenträger,
der funktioniert natürlich bei Windows 10 genauso wie bei Windows 8 oder Windows 7. Aber bei so Spezialanwendungen, die eben auch keine Standardprotokolle verwenden, also keine Dateifreigaben wie ein Stick oder eben eine Festplatte, da muss man dann eben aufpassen und das Ganze vorher natürlich mal testen. Aber die meisten Anwender haben sowas nicht, deswegen kann man dann bedenkenlos upgraden. Zum einen gibt es eine Schnittstelle, die Virenschutzherstellern, Virenschutzsoftwareherstellern erlaubt, tiefer im System zu wühlen, sag mal, Prozesse besser zu erkennen und aktiver gegen Malware vorzugehen. Das ist natürlich ein Feature, das mehr Sicherheit bietet. Microsoft hat auch ein bisschen was gemacht im Bereich Windows Defender oder eben auch bei den Patches. Das heißt, es ist natürlich auch ein sicheres Betriebssystem oder sicherer als die Vorgänger, das muss man natürlich auch sagen. Allerdings ist es natürlich auch vollbringt das natürlich auch keine Wunder, das muss man auch mal so sagen. Es ist sicherer, aber eben nicht meilenweit sicherer, sondern eben nur ein bisschen sicherer. Und man kann eigentlich im Moment sagen, was die Sicherheit angeht, ist Windows 7 jetzt das neue XP, was man jetzt vor einem Jahr oder so in die Wüste geschickt hat. Das droht jetzt halt auch bei Windows 7, dass immer mehr Exploits aufkommen und immer mehr Sicherheitslücken ausgenutzt werden. Aber das ist ganz normal, denn Windows 7 ist ziemlich weit verbreitet. Das war bei Windows XP ja auch ähnlich. Und dann stürzt man sich eben als Hacker jetzt auf diese Versionen, um da eben Schadsoftware zu programmieren. Und das ist ganz normal. Und letztendlich, sag ich mal, eine Schutzsoftware ersetzt natürlich auch das beste Betriebssystem nicht bei Windows. Deswegen muss man weiterhin natürlich auch einen Virenschutz installieren und gucken, dass man immer die aktuellsten Patches installiert. Microsoft sagt ja, ich gehe auch erstmal davon aus. Mehr Informationen gibt es leider im Moment nicht. Ich denke mal, wenn die Marktstrategie von Microsoft irgendwann nicht mehr aufgeht, dass die natürlich sich wieder umorientieren. Aber im Moment ist es wohl so, dass Windows 10 erstmal das vorherrschende Betriebssystem bleiben wird und man kann das dann gefühlt Ewigkeiten nutzen, wenn man es zumindest mit den anderen Betriebssystemversionen vergleicht. Es ist allerdings so, dass Microsoft regelmäßig mehr oder weniger komplette Upgrades anbietet über die Windows Updates. Das war ja jetzt bei dem 15.11er Update, das bedeutet 15. November, war das ja ähnlich. Da wurde eine komplette Upgrade-Installation durchgeführt und mehr oder weniger eine neue Version von Windows 10 installiert. Das Ganze ist ziemlich aufwendig. Das ist ja ein Upgrade. Das ist kein einfaches Windows-Update, das mal eben eingespielt wird, sondern da wird Windows wirklich geupgradet, was ihr jetzt auch schon macht, von einer älteren Version auf eine neue. Das dauert ziemlich lang und dann hat man halt wieder eine neue Windows 10 Betriebssystemversion. Das ist ein Verfahren, damit sind natürlich viele nicht glücklich. Also ich sehe das auch im Moment noch sehr kritisch, gerade auch im Business-Bereich ist es vielleicht, nicht so schön, wenn man dann wirklich so eine halbe Stunde davor sitzt und das Ding orgelt dieses Update durch. Aber ich gehe mal davon aus, dass Microsoft da noch nachbessern wird und natürlich für Firmen, also für Businesskunden, wird es da natürlich noch professionellere Möglichkeiten geben, um es eben einfach im Unternehmen auszurollen. Alle anderen Anwender, die haben halt den Nachteil, dass sie eben dann warten müssen. Bei Professional, also Windows 10 Professional, kann man zum Beispiel Updates zurückstellen. Bei Windows 10 Home ist es so, dass man viele Updates direkt durchgereicht bekommt, also auch neue Features, also Feature-Updates. Da hat man gar nicht mehr die Möglichkeit, sich gegen das zu wehren. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das gar nicht so kritisch wie viele Leute, denn das ist natürlich auch eine Sicherheitsfrage. Früher haben viele das Ganze deaktiviert, haben es zurückgestellt, bis irgendwann die ersten Sicherheitslücken aufgetreten sind und dann ist es auch nicht gepatcht worden. Microsoft zwingt den Anwender so ein bisschen, aber es ist auf der einen Seite vielleicht auch ein guter Zwang und es gibt, muss man auch wirklich sagen, keine fehlerfreie Software. Es kann immer mal ein Patch dabei sein, der einen Fehler hat. Aber das ist bei jeder Software so. Windows 10 kann man sich reservieren, indem man vor dem 29. Juli eine Upgrade-Installation macht, davor ein Backup gezogen hat, dann kann man wieder zu der alten Version zurückkehren, also Windows 7, Windows 8 kann die noch ein bisschen nutzen und dann nach dieser Frist kann man dann wieder ein Upgrade machen und dann hat man seine Lizenz und hat dann das Geld gespart. Also so eine Sicherung der Lizenz ist definitiv möglich. Man muss vorher halt ein Abbild von seiner Festplatte erstellen
Dafür gibt es kostenlose Tools, wie zum Beispiel Clonezilla. Das ist ein kostenloses Produkt, Open Source. Mit dem kann man ein komplettes Image der Platte erstellen, macht das Upgrade und danach, man muss natürlich darauf achten, ob die Aktivierung durchgelaufen ist. Aktivierung heißt, der Lizenzschlüssel und dann auch die Hardware-ID werden an Microsoft übermittelt. Wenn das der Fall ist, dann kann man davon ausgehen und das Ding ist aktiviert, dass man dann auch Windows 10 nach dem 29. nutzen kann und man spielt dann einfach sein Backup wieder zurück, hat sein altes Windows 7 oder Windows 8.1 und kann dann da erstmal weiterarbeiten und vielleicht in einem Jahr sagen, okay, jetzt mache ich nochmal ein Upgrade. Das kann natürlich viele Gründe haben, warum man eben noch bei diesem Betriebssystem bleiben möchte oder muss. Upgraden darf jeder, der Windows Home hat oder Windows Professional, ausgenommen natürlich Enterprise, das sind die Großkunden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass ihr eine solche Lizenz habt, sowas im Einsatz habt, außer ihr habt vielleicht von der Firma einen PC bekommen, dann muss ein Windows 10 gekauft werden. Diejenigen, die einen ziemlich alten Rechner haben, die vielleicht sagen, ach Mensch, die Kiste schmeiße ich sowieso in einem halben Jahr, in einem Jahr raus, dann rentiert sich das Ganze nicht mehr, der Aufwand. Oder wer eben softwaretechnisch, hardwaretechnisch gebunden ist und merkt, Mensch, die Software funktioniert nicht mit Windows 10, der muss natürlich auch da bleiben, ganz klar. Wer sich sowieso so ein bisschen schwer tut mit neuem Betriebssystem, man muss natürlich auch offen sein für die ganze Geschichte. Windows 10 bedeutet auf jeden Fall Umstellung. Wenn man vor allem von Windows 7 kommt, ist es erstmal so ein bisschen Kulturschock. Wenn man den überwunden hat, macht es natürlich dann Spaß. Aber wer sich darauf nicht einstellen kann, der sollte natürlich dann vielleicht auch bei dem alten Betriebssystem bleiben. Man kann Windows 8.1 und Windows 7 kann man natürlich noch einige Jahre bedenkenlos weiter betreiben. Es gibt weiterhin Sicherheitsupdates. Es wird zum Beispiel dieser nervige Dialog dann entfernt werden von Windows 7, Windows 8.1 mit dem Upgraden, weil es geht dann nicht mehr kostenlos und man kann davon ausgehen, dass Microsoft das dann auch entfernt. Es gibt leider Gottes jetzt nicht so viele Infos von Microsoft. Der große Knaller wäre natürlich, wenn sie es nochmal verlängern würden, würden sagen, okay, wir geben euch nochmal ein halbes Jahr zum Upgrade, weil es immer noch nicht genügend Leute in unseren Augen gemacht haben. Aber davon gehe ich jetzt erstmal nicht aus. Davon ist erstmal nicht auszugehen. Die haben schon mal dementiert, dass sie sowas nicht mehr verlängern werden. Und deswegen gehen wir jetzt mal davon aus, dass es dann nicht mehr möglich ist. Dann kann man natürlich immer noch Windows 10 ganz legal erwerben. Ja, die Versionen liegen zwischen 100, 200 Euro, 250 Euro. Egal, also je nachdem, was man halt nimmt, ob man die Home nimmt oder die Professional, kostet es halt dementsprechend viel Geld. Und man kann dann natürlich auch weiterhin upgraden. Neue PCs, die haben sowieso, wenn man die aus dem Laden kauft, Windows 10 vorinstalliert. Also da braucht man dann ja keine Sorgen zu haben. Da hat man natürlich ein aktuelles Betriebssystem. Und für all diejenigen, die dann sagen, okay, ich baue mir einen neuen Rechner zusammen, die müssen natürlich dann in den sauren Apfel beißen und Windows 10 sich im Laden kaufen oder eben im Onlinehandel. Da ist es natürlich teilweise auch günstiger. Nero, sind die Beitrags, ist es im Chat auch günstiger als... Wir schreiben nächstes Mal ein paar Übergänge zum Chat vor. Ja, dann wurde der Gastbeitrag eben sehr gelobt. Es wurde angemerkt, dass es eigentlich schon fast so wirkt, als wäre was von PC-Welt eingekauft worden. Es wurde gefragt, wer das ist, der das da spricht. Unser lieben Steffen Kolb von QSO4U ist vor wenigen Wochen zu Gast gewesen. Das war der Mann in dem Anzug. Der hat sich jetzt im T-Shirt in seinem eigenen kleinen Studio 2 Greenscreen gestellt und wird immer mal wieder von solchen Sachen berichten. Ja. Das ist ja der IT-Sicherheitsexperte, der hier live vorgeführt hat, wie ein ROM-Hack wirkt, also wie man dann auf einmal erpresst wird von einer Software, die sich eingenistet hat. Okay. Und als letztes wurde noch vom Nutzer Radi empfohlen, da ja eine der größten Bedenken mit der neuen Windows-Version ja diese ganzen Datenlecks, also diese ganze Datenspeicherei und also diese Spionage quasi so ein großes Problem ist. Meine Güte, da fast mir gerade. Und wurde empfohlen, dass zu Windows 10 die Freeware Windows 10 Privacy benutzt wird. Ist halt sehr warm. Ja, es ist wirklich warm. Und schlägt die Hitze ein bisschen auf den Kopf.
Puh, ja, aber jetzt haben wir den gekriegt. Ja. Weiter im Text. Dann noch der Hinweis für Leute, die von euch vielleicht auf die Gamescom gehen in Köln. Cures of You ist auch dieses Jahr wieder auf der Gamescom, allerdings ein bisschen in einer anderen Konstellation. Georg und Finn, die Kollegen aus dem Ressort Gaming, die sind bereits ab Mittwoch vor Ort, werden dann die ganze Zeit durchberichten für Cures of You mit. Dann am Freitag werde ich dazu kommen. Es ist allerdings dieses Jahr ein bisschen dünner, die Berichterstattung. Liegt zum einen natürlich an der personellen Einschränkung, dadurch, dass wir eben nur zu dritt sind. Und zum anderen natürlich auch, weil dieses Jahr ist es pressetechnisch ein bisschen umgebaut worden. Von der Gamescom, aber auch von den ganzen Ausstellern her. Deswegen müssen wir uns dessen natürlich anpassen. Und ich gehe mal davon aus, dass viel Content dann erst so, die Tage nach der Gamescom online geht. Das Ganze kriegt ihr natürlich mit auf den Social Medias, also auf Facebook, Twitter, Google+, oder natürlich auf dem Kanal direkt oder natürlich bestenfalls auf unserer Website. Da bekommt ihr natürlich alle Informationen, die ihr dazu braucht. Wenn ihr uns dort seht, sprecht uns an. Ihr bekommt natürlich auch ein Goodie. Wir haben da ein bisschen was dabei für euch und wir unterhalten uns natürlich auch gerne mal mit unseren Zuschauern. Das hat die letzten Jahre auch immer ganz gut geklappt, wenn immer mal ein paar da waren, die uns gesehen haben oder erkannt haben oder wie auch immer. Sprecht uns einfach an, wir reden ein bisschen und ihr bekommt dann von uns auch ein kleines Goodie geschenkt. Und wir freuen uns auf jeden Fall, mit euch dort persönlich mal in Kontakt zu treten. Ist für uns auch was Besonderes, weil wir sehen euch ja sonst eigentlich gar nicht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Vielleicht sieht man den einen oder anderen von euch auf der Gamescom. Schreibt es vielleicht auch mal in die Kommentare. Das war das Video, das war der Beitrag von Massengeschmack TV. Und vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Steffen Kolb von Cures of You Tech.